Hallo, guck mal, mein Kanal Marcel darf es. Zuerst mal, heute reagieren wir auf meine Voraussage der K.O.-Runde der EM 2024 und schauen, wie gut ich getippt habe oder ob ich gut getippt habe. Dann starten wir gleich rein. So, ich würde sagen, wir starten gleich mit der Reaktion und sehen hier meine Prediction. Und wir tun jetzt mal den ersten Teil überspringen, weil der ist nicht interessant. Sage ich die K.O.-Runde voraus, wo sich die Gruppen. Siegergruppen. Erstmal die Qualifizierung. Vier Gruppen haben wir schon. Deutschland nehmen, weil ich doch Deutschland vielleicht besser sehe. Okay, da lag ich richtig. Dänemark. Außer sie spielen jetzt mit der Schweiz, aber. Deswegen empfehle ich euch mein Video. Was wäre, wenn die UEFA nicht korrupt wäre? Da empfehle ich mit. Aber Spanien, wie gesagt, die haben einfach eine Mannschaft, die ist. Ja, also grundsätzlich ja. Profiniveau, das kannst du nicht sagen, unterstütze ich sofort. Machen. Also mal erstmal das. Ich würde sagen, das ist eine ausgeglichene Gruppe, so geht, muss, kann, beides passieren, aber ich würde Portugal doch vorne sehen, weil die haben doch eine stärkere Mannschaft, minimal, mit Ronaldo. Also, würde ich sagen, so ja, Frankreich wohl. Und Belgien. Glaube ich Frankreich getippt. Ich vermute mal sehr stark, dass Frankreich gewinnt, aber irgendwie hoffe ich auch Belgien gewinnt, weil ich Frankreich nicht mag. Fußball, ich würde einfach arrogante. Ja, gebe ich zu, 100%ig. Ganz ehrlich, ich mache jetzt einfach einen Hot Take. Ich sag jetzt einfach Belgien. Nein! Belgien kommt gegen Frankreich weiter. Hot Take. Rumänien, Niederlande. Ich hoffe, die Niederlande, weil ich die Rumänien halt einfach stark, auch sie so eklige Gegner sind. Ich hoffe, dass Niederlande aber weiterkommt. Weil wir die schon besiegt haben. Österreich, Türkei natürlich. Das ist also, wenn du erst überspringen, wir mal direkt. Oh, England, Slowakei. England ist zwar eine richtige Football coming home. Ist aber auch nicht so die beste Mannschaft gerade. So, gute Frage. Ich will jetzt einfach mal mit England gehen, weil England wahrscheinlich doch besser sein wird. Football coming home. Das kommt halt drauf an, ob die UEFA denkt, geil, wir müssen das wie. Habe ich der Schweiz gesagt? Geld, 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 Geld. Überleg ich mal. Grundsätzlich natürlich Italien, aber Italien hat auch gerade eine scheiß Form, die sind auch gerade nicht so gut. Also Schweiz und Italien sind halt beide keine guten Mannschaften, formmäßig und so. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass die Schweiz weiterkommt, weil Italien. Ja! Gehen wir mal hoch. Spanien. Oh. Ich habe die Vermutung, so, das ist ja eine Heim-EM für Deutschland. Deutschland will ein großes Sommermärchen machen. Nur, was ich vermute, im Viertelfinale ist für Deutschland. Also. Aber sicher ist Deutschland eine Turniermannschaft, die könnten das reißen. Nö. Also, haben wir gesehen. Nee, mach das Ding, glaube ich. Haben wir gesehen. War doch nicht doch so ein Handspiel, was eigentlich ein Handspiel war, aber dann doch nicht. Und der Schiedsrichter ist nach dem Spiel geflogen. Warum wurde er geflogen? Der Typ hat den. Ja. Jetzt in anderem Spiel. Sag ich jetzt nicht noch nach, gleich mal. Belgien, Portugal. Glaube ich auch, dass Portugal macht, weil. Belgien, nee, Belgien hat zwar eine gute Generation, so wie es immer gesagt wird, eine goldene Generation, aber einfach reinkacken werden, dass sie nicht gewinnen werden, also deswegen würde ich sagen, Portugal! Ey, die sind da rausgeflogen. Spanien auch stark. Nee, da brauche ich gar nicht drüber reden, nee, weiter. Du musst drauf geachtet werden, Video, ey, gecancelt, nicht ab. Ich glaube, da kommt dann wirklich England. Ja, okay, da habe ich jetzt die gelegen. Spanien, Portugal. Was sehen wir für Details? Spielplan-Details verfügbar. Folgen kürzen wieder vorbei. Aber das ja, war aber auch klar. Stimmt, logisch. England. Ja, ich hätte hier bei Spanien weiterkommen. Spanien gehen. Da hust dich. England, Österreich. Da ist nichts. Warte mal. Ja. Habt ihr ehrlich sagen? Ja, ich habe Österreich getippt. Ins Finale gegen England würde ich. War wohl sagen, nicht so. Weil. Der hat wirklich gute. Dass Österreich geil ist mit Rangnick gespielt. Wenn es so kommen sollte, vermute ich Spanien, obwohl wir es gegen Deutschland lieber wäre im Finale. Ich glaube, gewinnen gegen Deutschland als Österreicher. Ist ja schon schön in Deutschland gegen Deutschland im Finale. Einen großen fetten Hot Take: Österreich wie Europameister. Ich würde sagen, das kann man als halben Punkt nehmen, weil. Ein Hottag ist. Ich würde sagen, ja, die gebe ich mir einen halben Punkt, ey. Aber, die EM ist eh so eine Sache gewesen, die EM war komisch.
Allein schon, wenn man sich die Schiedsrichter anguckt und die Eigentore, war das eine komische EM, weil ich glaube 11 Eigentore so waren es. Fragwürdige Entscheidungen. Fußballschirm, wirklich fragwürdige Entscheidungen vom Schiedsrichter und so. Also, Fußball macht für UEFA. Kommt wohl sehr stark hin. Ja. Kessel bin ich, ganz richtig. Und zudem habe ich gesehen, wie er sich die Nase gebrochen hat. Durch Kevin Danzo. Grüße raus, mein Bruder Kevin Danzo. Gut gemacht. Da stütze ich weiter so. Weil sonst war die EM so, war sie cool. Viel starke Fans, aber ich fand auch das viel Scheiße, was ich das auch Thema UEFA planmäßige Schiedsrichter und so. Und es gab auch einen überraschenden Beflug. Jochen Rumänien. Albanien waren starke Überraschungsmannschaften, die da wurde, wo man gesagt hat, das sind eigentlich Gegner, die was ja, die kann man so, die kann man weg. Die waren stark, das muss man sagen. Also, und dann hiermit beende ich auch langsam das Video. Und das ist einmal abonniert, followed. Das ist das gleiche, aber schlag den Like-Button blau und den Abonnent-Button rot, bitte, okay? Damit beenden wir das Video. Ciao, Leute, bis dann.